Keine Ahnung. Oh, Leute, ich wusste gar nicht, dass man überhaupt irgendwo sehen kann, wie tief man ist. Okay. Was war das? F3 oder so? Oder war das? Oh, lol, Alter. Man kann echt, glaube ich, jetzt schon tiefer als... LOL! Die haben neue Tiefen und Höhen eingefügt. Null. Ab, Peter, der Gele. Was? Was? Ah, Maschine. So, ist alles plan. Perfekt. Wunderbar. Nice. Gucken und ich gehe mal hier auf die Suche nach ein bisschen mehr Eisen und so. Ich weiß halt aber auch nicht, ob das so das Intelligenteste ist, sich einfach irgendwo lang zu graben oder einfach irgendwelche Höhlen zu suchen, wo halt das ganze Eisen... Also keine Ahnung, ich hätte jetzt vielleicht irgendwie angefangen, dass wir halt so Grundgedöns haben, weißt du? Ja. Dass man hier so eine... Ja, weiß ich nicht. Es wird gleich wieder dunkel. Gut, dann mache ich erstmal weiter und... Oh, lol, ich habe eine Höhle gefunden. Dass man so eine Grundausstattung hat, weißt du? Und dann, dass man dann loszieht und dann mehr Gedöns holt, ne? Würde ich jetzt gleich machen. Okay, dass, machen wir dass so. Man hier so einen kleinen Außenposten, Anführungszeichen, macht und dann kann man ja irgendwo seine... Hauptbase-Gedöns-Teil machen, weißt du? Hier ist einfach wieder gar nichts, ey. Ich dachte mir gerade so, geil, hast eine schöne Höhle gefunden, ja, Pustekuchen, die ist leer. Weil wir hatten ja schon eigentlich relativ viel Gedöns gefunden, ne? Ja, gut, ja, geht so. Oder? Relativ großen Scheiß, weißt du nicht? Was, relativ großen? Relativ großen Scheiß, meine ich. Achso, die Höhle, die wir da gefunden hatten. Naja, genau. Ja, gut, hätten wir vielleicht erstmal abbauen sollen da alles, ne? Vielleicht gar nicht so dumm gewesen, aber... Können wir nochmal zurücklaufen, das ist ja nicht so schlimm. Gerade so, was mache ich jetzt als am cleversten? Jetzt habe ich einmal alles Plan gemacht, einfach nur erstmal eine kleine Bude bauen, damit wir unseren Scheiß da reinkriegen. Ja, würde ich sagen, mit ein paar Kisten und so, kleine Bude und dann ein paar Kisten. Gut. Hätte gern ein bisschen Eisen zum Verreisen. Dehydrierst du langsam? Musst du was essen, oder? Das wird der neue Schlagerhit auf Malle, sag ich dir, ey. Geil. Ich hab letztens schon angefangen zu schreiben, ey. Für meine Mallorca-Karriere. Wir fahren nach Bayern zum Feiern. Das ist mein kleiner Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke-zacke, zicke-zacke? Schlecht. Also von der Textquali her wird das ganz gut reinpassen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich Maschine, dir, Alter. Und dann, pass mal auf, ey. So, als kleines. Oh, geil, Alter, ich habe Eisen gefunden. Ja. Ding lang das, glaube ich. Siehst du, machen wir hier einfach hier, zack. Beum. Beum, beum. Was klug hat denn hier so? Was soll denn das? Du Sau. Bartika. Oh, wieder so ein Zombie so, ne? Was wollen die Fotzen? Hm? Asthmatika. Er googelt sich aber auch richtig einen ab hier. Könnte man fast vergessen, dass wir auf YouTube sind, ey. Huch. Huch. Ups. Oh, die verrecken halt auch nicht, ne? Warum ist denn hier überall Wasser verflucht, ey? Warum mein Gott. Dran vom Käse schon wieder hart. Okay. Dehydrierung setzt ein, ey. Verrecke. Danke. Ich bin gerade ein bisschen anders, irgendwas wollte ich machen, ich weiß aber nicht mehr was. Oh lol, wenn ich auf die Dinger raufkomme, dann sterbe ich, glaube ich. Weil die ziehen mich runter, glaube ich. Ich würde es aber gerne einmal ausprobieren. Also ob man da wieder wegkommt, aber ich glaube nicht. Oder? Ich weiß es nicht, ey. Oh, da hinten ist Eisen, ey. Scheiße, ja. Also ich muss sagen, Minecraft macht halt auch einfach Bock, ne? Also. Ja. Das war eine richtig dumme Idee. Was? Achso. Oh, Alter, das geht ja richtig abwärts. Uiuiui. Ja, macht Spaß. Naja, wenn man sich mal überlegt, was halt sonst so aktuell ja, aktuell sicher. Ist, da denkt man sich aber auch, moin Meister. Das Ding ist, Minecraft also, ist halt aber auch einfach so fucking zeitlos. Keine Ahnung, es gibt seit, was weiß ich wie lange, es wird immer noch was gemacht, es ist jetzt die 1.19 rausgekommen, auf die, glaube ich, relativ viele Minecraft-Geeks echt lange gewartet haben. Ich jetzt nicht unbedingt, aber ich freue mich trotzdem mit. Und
ja, keine Ahnung. Also es kann, man kann es halt immer spielen. Es macht halt irgendwie immer schon irgendwie Spaß. Und wenn du halt denkst so, oh nö, ist ja irgendwie immer dasselbe, dann haust du halt irgendwie ein Texture Pack rein oder richtig. So. Texture Pack oder Mods oder was weiß ich. Keine Ahnung. Mittlerweile gibt es ja auch Shader und alles mögliche. Also du kannst es halt echt zu einem richtig schicken, also auch gut aussehenden Spiel machen. Ja. Was sind wir das da hin? Oh. Apfel, ey. Ich sag dir, guck's dir an, Alter. Das Auge farmt mit. Alter. Sympathisch. Nicht schlecht, Herr Specht. Hast du zufällig was zu futtern? Eventuell? Ja, zwei Äpfel. Nice. Und verkammeltes Fleisch. Geil, ey. Von ein paar Zombies. Keine Ahnung, ob das hilfreich ist. Wahrscheinlich nicht. Ich würde sonst den Apfel nehmen. Achso, lol. Danke. So, dann mache ich mich mal auf die Suche nach ein bisschen was zu futtern hier. Ich sehe schon ein Schaf. Ja. Halt, stopp! Halt, stopp! Ich will dir nichts tun. Junge, sind hier viele Schafe, ey. Ja, moin. Wahrscheinlich ist es auch wieder dumm, weil wir hätten die einfach irgendwie fangen müssen. Dann hätten die sich gepaart und wir hätten endlos Schafe. Aber nein, das ist ja Quatsch. Ne? Das wäre einfach. Deswegen, das wäre einfach keiner jeder. Deswegen. Oh Leute, Alter, hier sind sogar Schweine. Au. Und außerdem, ich habe gerade Bock auf Schafsfleisch, deswegen, let's go. Oha, noch krasser wäre natürlich, wenn man das so macht. Und dann so. Ha! Bildmaschine. So, Schwein oder Lamm? Was hättest du gerne? Heute Abend? Ach, so eine Mischung aus allem. Wieso entweder oder? Oh, ja, gut, okay. Ich verstehe die Frage gar nicht. Oder was? Moin. So, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zu futtern, glaube ich. Maschine. So. So ein bisschen Fleischbraten hier. Lecker Schmecker. Patrick ist doch keine Maschine. Ne, 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 ne. Ganz Gedöns erstmal hier reinschmeißen. Gar nicht mal so hässlich. Geht, ne? Ja, passt schon. Das passt schon. Schönes Sommerhaus. Ich mache mir gleich erstmal einen Kaffee. Um diese unköstliche Uhrzeit. Vielleicht. Mal gucken. 22.25 Uhr erstmal Kaffee trinken. Wunderbar. Erstmal ein Gäffchen. Also, du hast heute keinen Bock zu schlafen, sagst du, oder was? Ja, weiß ich noch nicht so recht. Mal gucken. Muss ja morgen nur arbeiten. Siehst du, wunderbar. Ne? So. Schönen guten Tag, Kitty wie Tunnelbauer Gesellschaft. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, das gefällt mir doch schon mal gar nicht mehr so schlecht. Zeig. Baue mich jetzt da rüber zum scheiß Kupfer, ey. Zeig. Ist mir egal. Zum Eisen, meine ich. Eisen, du wirst mein sein. So, das kann man so lassen.